So, ihr Zähne, euer letztes Stündlein hat geschlagen. Ich werde euch mir einverleiben. Die Flasche natürlich auch. Denn irgendwo drin muss man die Zähne ja schließlich auch aufbewahren. Okay, jetzt hätte ich gern so ein Jetpack, um davon zu fliegen. Nothing to do here. Schweineschnauze? Bist du dir auch ganz sicher? Na, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Aha, aha. Und sie ist nicht mal unsichtbar. Das ist schon fast zu einfach. Prinzipiell bin ich durchaus für die Monarchie. Was? Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut, was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum, so wie wir? Tja, Fragen über Fragen. Und die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, als würde ich irgendwie ganz viele unschuldige Zähne zurücklassen. Tja, shit happens. Oh, was Neues. Kartenwache. Ja, irgendwie, was mir gerade ein bisschen Probleme macht, ist einfach die Menge von den Viechern. Der hat mit den Augen gerollt, ich hab's doch genau gesehen. Ja, und nu? Was soll das sein? Kann ich da durch? Nö. Was soll das dann? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Da geht's auch nicht hoch. Zähne, bald gibt's einen neuen Hammer. Das Rote Königreich liegt in Trümmern, aber du bist auch nicht gut dran. Als du sie besiegt hast, versuchte ich das Schloss wieder zu erlangen. Aber ihre Ungetüme griffen mich an. Die heimtückische Hure herrscht noch immer. Ich habe eine Bitte an sie. Ich muss unbedingt hinein. Der einzige Weg hinein führt durch mich. Hört mal, da stand, ich möchte eine Petition einreichen. Wer das sagt, meint meist, dass die anderen Opfer bringen müssen. Zynismus ist eine Krankheit, aber heilbar. Nimm dich drinnen in Acht vor dem kolossalen Killer, der dort patrouilliert. Greife ihn nicht an, er ist unbesiegbar. Nun, schneide mich los. Ich zeige dir, was ein Opfer ist.
Cool Story, Bro. Aber ich gehe trotzdem erstmal hier lang. Was gar nicht geht. Doch, geht sehr wohl. Oh, halt, stopp, zurück. Nein, nein, nein. Schmetterlingsverwandlung. Jetzt aber, Und... Das sieht doch aus, als würde mich da was Böses erwarten. Kommt schon, ihr Schweine, traut euch. Na, na, wo seid ihr? Na, dachte ich mir. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich habe mit was anderem gerechnet, aber das heißt nicht, dass ich es erwartet habe. Kleiner, aber feiner Unterschied. Dass die Plattformen auch noch so toll durchnummeriert sind. Damit ich da hinten noch weiß, dass ich nicht zuerst auf die hier raufspringe, um zum Schlüsselloch zu kommen, und dann auf eine von den beiden. Nein, die sagen mir genau, in welcher Reihenfolge ich die Plattformen zu benutzen habe. Narf! Narf! Zordbuit! Ja, ich will da doch rauf. Was soll denn das? Oh, ja. Jetzt komm. Manu! Aber hier geht's doch nicht. Da geht's doch nicht weiter. Also. Kann das auch endlich mal weitergehen hier? Wir wollen doch Abenteuer erleben und böse Königinnen enthaupten und fliegende Zwiebeln abschießen. Was ist das? Sieht ja edel aus hier. Danke, sehr freundlich. Ja, ich kann mir hier doch irgendwas angucken. Da. Ey. Ja gut, das habe ich ja schon gesehen. Bewegt sich das Teil? Oh, ich fühle mich so beobachtet. Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Als kleines Mädchen hättest du kein Buch ohne Bilder akzeptiert. Das akzeptiere ich noch heute nicht. Da führt kein Weg rüber, so ohne weiteres, wie es scheint. Hier sehe ich auch keinen Durchgang. Aber da ist definitiv ein Pfeil. Ach. Vielleicht, wenn ich das gehörnte Miststück einfach mal abschieße.
Nö. Ja, ach, was soll's. Soll ja auch mal irgendwie weitergehen. Irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger. Verstehe ich jetzt nicht. Was soll mir das bringen? Ah, jetzt gilt es sowieso erstmal die Schweineschnauze zu finden. Was, da unten soll irgendwo eine Erinnerung sein? Und kann ich da irgendwo raufspringen? Hä? Okay. So, probier es doch einfach mal aus. Was soll denn hier sein? Beat me. Keine Ahnung. Jetzt bin ich wieder hier. Ich meine, diese rätselhaften Rätsel. Ich guck mir das bis zum nächsten Part mal noch ein bisschen genauer an.